Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja Leute, heute mit der sechsten Folge von der FIFA 21 Karriere mit dem FC Bayern München. Und ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, das Video, was ich gestern hochgeladen habe, das 7-Minuten-Video, das ist so entstanden, weil ich ja kurz einmal nicht aufgepasst habe. Deswegen tut mir leid auf jeden Fall, dass das nur ein 7-Minuten-Video geworden ist, weil man da nicht viel sehen kann. Aber ich habe auf jeden Fall, kann ich euch auch nochmal sagen, gegen Frankfurt gewonnen. Und danach das Spiel habe ich auch gewonnen, aber ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen das war. Ich kann es euch auch kurz einmal zeigen. Und auf jeden Fall jetzt das nächste Spiel ist gegen Benfica Lissabon in der Champions League. Hier, ich kann es euch kurz einmal zeigen. Hier, wir haben jetzt 24 Punkte. Ach so, wir haben gegen Leverkusen. Hier gegen Leverkusen 4-1 gewonnen. Und davor das Spiel haben wir gegen Frankfurt mit 2-0 gewonnen. Und jetzt Leute, das nächste Spiel ist auf jeden Fall in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Ich bin punktegleich mit Benfica. Und Benfica spielt, wie es aussieht, anscheinend mit einer Fünferkette. Was natürlich schwer werden wird, da durchzukommen. Und aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir gehen jetzt rein und hoffen, dass wir den zweiten Sieg in der Champions League mitnehmen können, weil der ist wichtig, weil wir bis jetzt nur einen Sieg haben, weil wir haben ja gegen Barcelona das Auftaktspiel verloren und jetzt auswärts in Benfica gegen Benfica Lissabon auf jeden Fall. Hier seht ihr einmal die Tabelle. Zweiter gegen Dritter. Und ist ja klar, spielt Barcelona gegen Dynamo Kiew. Jetzt die Champions können wir erstmal. Ja Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist hier das Spiel zwischen dem zweiten und dem dritten. Ich würde auch sagen, gleichzeitig das Topspiel an diesem Spieltag in der Gruppe D oder in welcher Gruppe wir sind. Weil, ja, Barcelona gegen Kiew, denke ich mal, wird Barcelona gewinnen. Vielleicht gelingt ihnen ja eine Überraschung Kiew, aber ich denke mal nicht. Und ja, hier sehen wir einmal die Aufstellung von Benfica Lissabon. So ein paar Leute kenne ich davon. Wie zum Beispiel Weigel, der hat früher bei Dortmund gespielt, oder Rafa kenne ich auch. Vertonghen kenne ich zum Beispiel auch, aber jetzt kenne ich jetzt nicht die ganze Mannschaft. Und der war unsere Aufstellung nicht verändert. Wir gehen so wie immer in die Partie rein mit unserem Ersatzkeeper Phil Ziegler. Und ja, auf jeden Fall unsere Formation wie immer in dem 4-3-3-System. Und ja. Wir haben auf jeden Fall den Anstoß. Und dann geht's jetzt los. Wir spielen in Lissabon gegen Benfica Lissabon. Drittes Champions League Gruppenspiel. Wenn wir das gewinnen, festigen wir uns unentschieden. Naja, unentschieden wäre jetzt nicht so hilfreich. Aber erstmal jetzt Sané. Der kommt gut durch über die Außen. Mit der Flanke, aber die kommt leider nicht an. Sila hat den Ball ohne Probleme. Aber Müller. Goretzka. Goretzka mit einer schönen Drehung auf Müller, aber gut aufgepasst. Aber Goretzka. Davis. Lewandowski.
Versucht zu Müller zu passen, aber der Ball kommt nicht durch. Man merkt, dass die mit einer Fünferkette spielen, das merkt man übelst. Weil man da richtig schwer durchkommt. Man kommt echt richtig schwer hinten durch. Ich denke mal, dieses Spiel wird ein Geduldsspiel werden. Und wir müssen auf Konter lauern. Weil, wie gesagt, die spielen mit Fünferkette. Und jetzt erstmal die erste gute Chance. Für Lissabon, die verstecken sich auf keinen Fall. Aber Upamecano kann erstmal hier klären. Aber weiter Lissabon. Ball raus. Abseits. Upamecano. Pavard. Kimmich. Müller. Goretzka. Müller. Lewandowski. Auf Müller, der kommt aber wieder nicht an. Also wir haben noch ein paar Probleme hier, die Pässe vernünftig zu spielen. Kimmich kommt jetzt erstmal mit nach hinten, aber Davis kann das ohne Probleme klären. Sané erobert den Ball, Müller. Jetzt Lewandowski. Müller auf Lewandowski. Lewandowski, schade, eigentlich eine gute Aktion von Lewandowski, aber keine Probleme. Lewandowski nochmal und nochmal Lewandowski. Zwei, drei gute Chancen jetzt hintereinander für uns, hier in Führung zu gehen. Upamecano, also für mich ist das ein klares Foul, aber der Referee sagt nein. Davis ist jetzt aber erstmal wieder hinten. Gerade auf jeden Fall zwei, drei gute Chancen hier gerade gehabt, hier in Führung zu gehen. Aber klasse pariert vom Keeper. Von Benfica Lissabon. Upamecano hat sich verletzt. Den sollten wir vielleicht mal gleich auswechseln. Weil ich will eigentlich kein Risiko eingehen. Ich glaube, wir wechseln Upamecano aus, weil wie gesagt, ich will kein Risiko da eingehen, dass er sich nachher verletzt, ganz noch. Aber gegen wen? Da müssen wir halt Nian zubringen. Kriegt er sein Spieldebüt und direkt in der Champions League, weil wie gesagt, ich habe keine Lust, dass er sich verletzt, ganz, dass er nachher für Wochen oder Monate ausfallen wird. Weil das wäre echt bitter. Und da habe ich auch keine Lust zu. Deswegen Nian Su jetzt im Spiel. Gut, dass wir einen Innenverteidiger sogar mitgenommen haben. Lewandowski. Müller. Lewandowski. Zweite gute Chance. Und jetzt steht es 1:0. 22. Minute. Wir gehen in Führung durch Lewandowski mit 1:0. Schöner Doppelpass von Lewandowski mit Müller. Und so steht es dann jetzt auch 1:0. Nach der Auswechslung direkt der Freistoß. Davis zu Müller. Müller steckt durch. Und Lewandowski nochmal zurück zu Müller. Und Müller. Lewandowski schießt dann. Gut geklärt, Müller. Lewandowski. Ah, schlecht gespielt. Jetzt müssen wir aufpassen über die Außen. Gut gemacht von Nian Su. Schönen Ball geblockt, damit er nicht durchkommt. Lewandowski. Müller. Müller. Ja, ich wollte eigentlich auf Lewandowski spielen. Aber dann versucht Müller es doch nach. Davis kann den Ball erstmal festlegen. Jetzt dann nee. Lewandowski, Müller. Müller. Aber abgeblockt. Sonst wäre der Ball bestimmt gefährlich gekommen. Aber wie gesagt, der Ball wird abgeblockt.
Jetzt gute Chance, schön gesehen von Benfica Lissabon da hinten. In die Mitte aber erstmal keine Probleme. Oder doch vielleicht. Gut abgeblockt von Süle. Müller. Lewandowski. Sané. Ja, der Ball kommt nicht an. Also es ist echt eine ausgeglichene Partie hier, muss man wirklich sagen. Mit dem besseren Ende einmal für uns. Kimmich aber jetzt. Sané. Sané ist durch. Sané versucht direkt und da steht 2:0. Gut gesehen von Davis, über den Flügel auf Sané gespielt. Sané wird nicht gedeckt, zieht in den 16er bis an die 5er, bis an den 5er und schießt dann einfach locker rein. Man kann sich drum streiten, ob es ein Torwartfehler war, aber den Torwart finde ich gut, ziemlich vorzuwerfen, dass es hier 2:0 steht. Auf jeden Fall 2:0 für uns nach 37 Minuten und Fehler von Benfica. Lewandowski, Direktor. Lewandowski. Müller. Aber dann wird der Ball wieder geblockt. Na, jetzt vielleicht Benfica noch mal im Angriff. Aber Süle kann ohne Probleme klären. Pavard, Müller. Lewandowski. Müller. Gnabry. Schön noch geholt, aber da kommt leider keiner mehr dran. Goretzka wäre da vielleicht noch dran gekommen, aber der Ball war zu weit. Sonst hätte hier Goretzka die Chance gehabt, die Vorentscheidung zu machen. Schön geklärt von Kimmich. Aber jetzt erstmal wieder Benfica Lissabon. Benfica, schöne Parade von Neuer. Es gibt eine Minute Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Ja, und das war's auch mit der ersten Hälfte. Wir gehen mit einer 2:0 Führung in die Kabine. Ich denke mal, ja, schon verdient mittlerweile nach dem Spielverlauf. Okay, bei Barcelona gegen Kiew steht es noch 0:0. Ist echt überraschend, finde ich. Aber so soll es sein. Dann ja, sind wir nämlich wieder dran an Barcelona. Wir gucken mal kurz in die Spielinfo rein. Ja, Führung geht schon in Ordnung. Und wir machen auch direkt weiter. Los geht's in die zweite Hälfte. Schön geholt den Ball. Lewandowski. Lewandowski. Müller. Müller. Und 3:0. Ich denke mal, das ist jetzt die Vorentscheidung. 3:0 nach 48 Minuten ist, glaube ich, schon deutlich. Also wir können hier, denke ich mal, auch wenn es noch früh im Spiel ist in der zweiten Halbzeit, ich denke mal, wir können den Dreier verbuchen. Okay, aber jetzt erstmal aufgepasst, weil Lissabon kommt wieder. Und gute Parade von Neuer. Starke Glanzparade von Neuer. Neuer verhindert hier das 3:1. Aber jetzt erstmal Müller. Wir können kontern. Na, ja, Konter war nicht gut ausgespielt. Aber egal. Also, gut aufgepasst gerade von Neuer. Ja, das ist klar, das Abseits. Sonst wäre Lissabon wieder dran gewesen hier im Spiel. Lewandowski. Müller. Lewandowski. Ja, versucht zu Goretzka zu passen, aber der Ball kommt nicht an. Gut geklärt. Nianzou. Stark gemacht.
Müller, Lewandowski, Goretzka sieht frei Raum und das 4:0. Das ist jetzt die Vorentscheidung. Schön gesehen von Lewandowski, wie sich Goretzka da im Freiraum gezeigt hat. Und da muss Goretzka noch durchlaufen und das 4:0 machen. 4:0 durch 4 bei den Torschützen zu Lewandowski, Sané, Müller und Goretzka. Versuchen wir die 4 Tore für uns. Also ich denke mal, das ist die Vorentscheidung. Schön gemacht von Davis. Ne, von Sané war das. Okay. Warum Sané da hinten mit rumläuft, verstehe ich auch nicht. Goretzka. Ah, schade. Also, ich hätte mir das Spiel jetzt ernsthaft wirklich enger vorgestellt. Aber so steht es nach einer Stunde hier in Lissabon 4:0. Und das relativ deutlich natürlich. Lewandowski, Müller, Lewandowski, sieht Sané, schön gemacht, ah, zu zentral auf Mann geschossen, aber gute Chance hier von Sané, Lewandowski holt den Ball wieder, Müller, Sané, Wetzger, ja, Fallstoß. Dafür gibt es auch nochmal die gelbe Karte. War auch ziemlich unnötig, da zu grätschen. Gute Freischussposition. Und der geht nicht rein. Schade. Eigentlich voll gut geschossen, den Freistoß. Aber am Ende geht er nicht rein. Schade. Wirklich. Wäre hier der Doppelpack für Lewandowski gewesen und gleichzeitig auch unser erstes Freistoßtor. So, jetzt Sané wieder über die Außen. Ah, läuft jetzt aus. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt auch. Nur die Frage ist, wen bringen wir rein? Lassen wir Lewandowski drin oder lassen wir vielleicht Sané drin? Ich würde sagen, wir tun Ziegler rein, keine Frage. Und setzen Sabitzer rein und für Müller raus, weil Müller hat echt ein gutes Spiel gemacht. Und Goretzka, Müller, Goretzka, Kimmich und Sabitzer, die werden dann nochmal richtig ordentlich Dampf reinbringen. Denke ich mal. Und so sammelt auch unser Youngster-Torwart ein bisschen Spielpraxis. Weil er braucht auch Spielpraxis, um ein höheres Rating zu bekommen. Gut aufgepasst. Kenne ich. Goretzka, Sabitzer, Lewandowski. Sabitzer, Goretzka. Goretzka jetzt nochmal. Lewandowski vielleicht nochmal. Kriegt nicht richtig Druck hinter dem Ball. Also. Keine Probleme. Goretzka fängt den Ball ab. Gnabry. Lewandowski. Sané. Ah, war kein guter Schuss. Also die Partie, würde ich mal sagen, ist definitiv durch. Steht hier nach 75 Minuten 4:0 für uns. Jetzt vielleicht nochmal Lewandowski und das 5:0. Ja, die Partie ist definitiv durch. Wenn Dynamo Kiew vielleicht die Überraschung geschafft hat und gegen Barcelona eine Unentschieden mitgenommen hat oder sogar einen Sieg, denke ich mal, sind sie dann jetzt Erster in der Tabelle. Also wenn Dynamo Kiew gewonnen hat, weil dann haben ja alle, da habe ich und Barcelona 6 Punkte und Dynamo Kiew und Benfica 3. Aber wir müssen jetzt erstmal aufpassen.
Gut, keine großen Probleme da gewesen jetzt. Aber nee. Auf Müller, aber schade. War ein bisschen zu lang. Sabitzer macht gut auf. Sané, Lewandowski, Goretzka, Sabitzer. Holt ihr nochmal die Ecke raus. Ecke jetzt. Ah, schade. Goretzka hat sich den Ball zu weit vorgelegt, deswegen kann er den Schuss nicht mehr verbuchen. Den hier anscheinend erstmal geklärt. Sabitzer. Ah, schade. Also es war am Ende doch ein recht deutliches Spiel, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte, anders. So, jetzt aber nochmal Gnabry. Gnabry. Ah, nochmal Ecke. Ah, guter Pass. Gut gestört vom Sabitzer, stark gemacht. Lewandowski. Sabitzer. Sieht wieder Goretzka. Ah, schade, da wollte er noch mal rüber flanken, aber gut, leider nichts. Gnabry noch mal. Schade. Wäre zwar nicht aufs Tor gekommen, aber war eine gute Chance. Hier auf 6 zu 0. Und dann bricht jetzt auch die Nachspielzeit an. Es gibt 2 Minuten oben drauf. Wenn die Anzug kann klären, finde ich erstmal raus. Und ja, wir kriegen keine Chance mehr. Benfica kriegt jetzt hier die letzte Chance, nochmal ein Tor zu erzielen. Und sie machen es auch. Da hat Ziegler keine Chance. 5 zu 1. Na, war fast noch dran, aber ja, so gelingt hier Benfica noch der Ehrentreffer von Yaremchuk. Und die Fans sind nicht gerade glücklich. Frustriert sind sie. Klares Ergebnis hier für uns, 5 zu 1. Gegen Benfica Lissabon. Ich denke mal, das geht auch in der Höhe verdient. Aber leider hat Dynamo Kiew gegen Barcelona 2-1 verloren. Aber dass es so knapp wird zwischen den beiden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ja, dann geht es auch in der Liga weiter. Und in der nächsten Folge, Leute, kommt dann auf jeden Fall das Pokalspiel gegen Sandhausen. Weil ich habe da jetzt mal drauf geguckt, weil so lange. Okay, Upamecano fällt für 5 Tage aus, Goretzka sich entwickelt, weil ich habe da jetzt so lange darauf gewartet, wann endlich das Pokalspiel ist gegen Sandhausen, weil das ist echt lange, bis das ist. Aber es ist dann jetzt bald soweit, das Pokalspiel gegen Sandhausen. Da seht ihr es. Aber dann erst in der nächsten Folge gegen Sandhausen, die dann, denke ich mal, morgen online kommen wird. Okay, wir spielen gegen den 5. Platz. Das könnte auch ein interessantes Spiel werden, auf jeden Fall gegen Hoffenheim. Mal österreichische Nationalmannschaft. Nee, das lehne ich ab. Also, wenn ich überhaupt eine Nationalmannschaft nehme, dann überhaupt irgendeine Top-Nationalmannschaft. Na, Upamecano, der fällt jetzt für ein Spiel erstmal aus, weil er sich verletzt hat. Wen nehmen wir mit? Dann kommen nehmen wir Richards mit. Und ja, wir werden auf jeden Fall im Pokalspiel, kann ich euch jetzt schon mal verraten, viel rumbasteln, beziehungsweise wir werden viel was verändern. Und zwar wird nämlich, ja, wir werden zwar mit, natürlich mit unseren Topstars auflaufen, aber wir werden auch ein paar Youngsters spielen lassen. Ja, moin, einfach Pfosten rein.
Der springt auch nie in die andere Ecke, ne? Egal, wir fangen jetzt an. Wichtige Durchsage für die Fans im Block A3. Der Imbissstand hat jetzt wieder geöffnet. Ich wiederhole. Der Imbissstand im Block A3. Okay. Süle wurde da gerade gezeigt. Ja, würde ich sagen, geht's los. Heimspiel gegen Hoffenheim. Gegen den fünften Platz. Ich denke mal, das wird ein spannendes Spiel werden. Goretzka. Müller. Für mich. Aber Gnabry. Lewandowski. Müller. Goretzka. Ah. Leider den Pass zu lang. Baumann kann ohne Probleme klären. Lewandowski stark den Ball mitgenommen. Sané. Ah. Schade. Erste gute Aktion nach 5 Minuten hier für uns. Zwar ungefährlich, aber erste gute Szene hier. Süle. Goretzka. Müller. Lewandowski. Goretzka. Sané. Stand nicht im Abseits. Sané und das ist das 1-0. Wir gehen hier nach 7 Minuten mit 1-0 in Führung. Und das, ja, war vielleicht schon sogar abzusehen. Aber Hoffenheim zeigt sich nicht schockiert. Baumgartner aber die Außen. Mit der Flanke, aber die kommt zu kurz. Süle kann ohne Probleme kehren, finde ich. Gnabry. Müller. Goretzka. Ja, der braucht zu lange. Ruhn Larsen. Ayrton. Pilic. Abseits. Süle. Wir haben zu. Aber Kimmich, Müller, Lewandowski, ja, er ist schon im Abseits, braucht man nicht drüber reden, schon klar im Abseits. Müller mit dem, nein, nicht Müller, Lewandowski mit dem super Kopfball, Lewandowski. Das wäre die Flanke zu Lewandowski und das 2-0. Schön gesehen von Goretzka, der nochmal rüberlegt auf Lewandowski. Und so steht hier nach 15 Minuten 2-0. Und ich denke mal, wir werden unserer Favoritenrolle hier gerecht. Oh, Müller kann mal wiederholen. Lewandowski. Müller. Der zu Gnabry. Gnabry und nicht das 3-0. Gute Chance wieder hier jetzt nochmal zu erhöhen. Aber wird nichts. Süle kann gut klären. Goretzka. Müller. Gnabry. Ja, aber die Außen. Mit der Flanke, aber kommt nicht an. Jetzt Ruhn Larsen. Ayrton. Adamayan. Dabur. Aber kommt nicht an. Süle, passt auf. Nian zu. Goretzka. Kimmich. Müller. Lewandowski, aber der Ball kommt auch wieder nicht an. Also, das Ergebnis ist hier nach 23 Minuten schon recht deutlich. Wir führen hier mit 2-0. Und sind hier damit natürlich in Front. Jetzt Gnabry wieder geschickt vom Pavard. Gnabry. Gnabry mit der Flanke, aber die kommt bei Sané nicht an. Davis ist vorne.
Davis, aber passt nicht auf, deswegen müssen Nianzou raus, außer Innenverteidigung. Davis zieht hinterher, Nianzou gut geklärt. Eckball für Hoffenheim. Jetzt Müller. Wir können kontern. Müller. Aber Müller ist zu langsam. Das ist halt das Problem bei Müller. Er ist halt nicht so schnell. Er ist nicht so schnell. Aber jetzt erstmal gute Chance für Hoffenheim. Aber übers Tor. Also Hoffenheim hat das echt gut rausgespielt. Aber kriegt ihr nicht das Tor, weil sie drüber schießen. Jetzt Gnabry wieder geschickt, aber Ball kommt wieder nicht an. Erstmal raus. Kimmich kann den Ball nicht wiederholen. Ich dachte, er kann den Ball wiederholen. Nianzou, Pavard, Kimmich, Goretzka. Sané, Goretzka, Müller, Lewandowski, Sané, aber gut geklärt, Goretzka, Lewandowski, Goretzka, Sané, Kimmich, Gnabry. Gnabry mit der Flanke, aber kommt nicht an. Jetzt vielleicht Hoffenheim im Kontern, Dabur. Rudi. Kein schlechten Pass, aber Pavard kann den abfangen. Gut aufgepasst. Goretzka, Müller. Lewandowski. Ah, nee. Schön gedreht. Und Eckball. Kimmich. Auf Müller, aber der kommt nicht an. Jetzt vielleicht mal. Baumgartner. Na, jetzt sind wir schon wieder zu viele hinten. Das kann eigentlich nicht mehr werden. Na gut, noch gerettet vor dem Außenball. Aber Davis, wo ist der schon wieder? Deswegen muss jetzt wieder Süle rausziehen. Hoffenheim will es ruhig machen und kriegt auch die Chance, aber Neuer passt auf. Jetzt Rudi mit der Ecke. Kann aus der Ecke vielleicht eine Chance entstehen. Ah, Rudi hat direkt versucht die Ecke, aber keine Probleme. Süle, Müller, Timmy, aber Gnabry, aber der wird aufgehalten. Geklärt. Die 45. Spielminute ist angebrochen. Gleich sehen wir die Nachspielzeit. Jetzt vielleicht. Aber nein, Neuer ist ja da. Nachspielzeit, wie viel gibt es Nachspielzeit? Eine Minute. Kommt hier Hoffenheim vielleicht nochmal. Ah, ein kleiner Schuss, aber das war es dann auch. Halbzeit hier in München. Wir führen mit 2:0. Denke ich mal verdient. Und Dortmund liegt gegen Bielefeld mit 2:1 zurück. Auf jeden Fall die Überraschung. Leipzig führt 0:0. Wolfsburg, Freiburg 1:0. Bochum, Frankfurt 0:1. Köln, Leverkusen 0:1. Und Hertha gegen Gladbach ist das Topspiel an dem Spieltag. Und ja, wir gehen in die zweite Halbzeit rein. Nach einem guten Start, nach einer Viertelstunde, nach zwei Toren, liegen wir hier also mit 2:0 in Führung. Und sind gespannt auf die zweite Hälfte, was jetzt auf jeden Fall noch passieren wird. Und das 2:1. Es steht hier nur noch 2:1, Grilic mit dem 2:1 hier für Hoffenheim. Also das wird noch echt eine spannende Partie. Das ist jetzt nur noch ein Tor. Und ich konnte gerade nicht reden, weil ich fast genießt habe. Nicht wundern. Aber jetzt wieder Sané. Sané. Und der wird
weggeschubst, nach meiner Meinung. Und für mich ist das eigentlich ein klarer Elfmeter. Weil er kommt zu Fall und er kriegt seine Torchance nicht. Weil wahrscheinlich wollte ich den Ball dahin spielen, wo der Ball hinkam. Und zwar ins Aus. Das war, wollte ich nicht so. Gut, viele passt auf. Goretzka. Sané. Sané. Hier jetzt mit der Drehung. Aber Müller kommt nicht dran. Und jetzt vielleicht die Konterchance für Hoffenheim. Davis ist wieder so weit mit nach vorne gekommen. Aber Davis kommt hinterher. Davis kann den Ball vor der Ecke klären. Jetzt hier vielleicht nochmal die Chance. Nein, Neuer hat den Ball sicher. Goretzka. Müller. Ja, Hoffenheim macht jetzt schon früh Druck. Ich merke das auf jeden Fall. Die spielen jetzt mittlerweile auf jeden Fall gut mit. Flankenversuch, aber der kommt nicht an. Goretzka. Müller. Goretzka. Sané. Jetzt vielleicht mal. Ah, der Ball kommt nicht an. Sané wollte flach versuchen, aber der Ball kommt nicht an. Aber jetzt erstmal noch Brun Larsen. Versucht da Wurzel zu schicken, aber der Ball kommt auch nicht an. Müller. Goretzka. Sané. Auf. Ich glaube, das war Müller. Kommt aber auch wieder nicht an. Also wir haben gerade ein paar Probleme hier mit dem in der Offensive. Davis zieht die Notgrätsche, aber es geht weiter, das Spiel. Naja, hat den Ball ohne Probleme, Süde. Nian zu. Goretzka. Davis. Sané. Sané jetzt. Sané. Aber Ball kommt wieder nicht an. Kimmich. Gnabry nicht im Abseits. Mit der guten Chance, aber der wird nicht mehr dabei. Davis kriegt jetzt auf jeden Fall noch die gelbe Karte im Nachhinein und wir wechseln. Wir müssen offensive Leute jetzt bringen, weil es steht nur 2-1. Choupo-Moting würde ich sagen, kommt rein. Und Coman auf jeden Fall. Und Sabitzer für Müller. Also Sabitzer hat mir im letzten Spiel gut gefallen. Gegen ja. Gute Ecke, aber kommt leider nicht an. Come on. Süle. Süle mit der Flanke zu Goretzka, aber der kommt leider nicht am Ball. Jetzt vielleicht die Konterchance? Nein, doch, vielleicht doch noch. Gnabry. Dabur jetzt. Dabur. Ayrton. Dabur, Payet, mit der Flanke, Torwartfehler von Neuer und es steht 2-2. Was macht denn bitte schön Neuer da? Neuer mit dem Torwartfehler und so macht Grilic hier das 2-2. Was eine Partie. Hoffenheim gleich hier auch so 2-2. Was ist das hier für ein Spektakel? Erst gehen wir mit 2-0 in Führung und dann ein katastrophaler Torwartfehler von Neuer, der uns hier das 2-2 beschert. Wir wissen nicht mehr so richtig weiter, was wir noch machen sollen. Wir probieren alles, aber es geht nichts. Payet versucht auf Debu, aber kann geklärt werden. Gnabry. Sabitzer. Mit dem Fehlpass, das darf nicht passieren.
Davis hat den Ball. Okay, Vorteil für Hoffenheim soll das gewesen sein. Neuer mit der Ballsicherung. Also wir haben noch 10 Minuten hier für das, für den Sieg. Weil die 3 Punkte wären echt schon wichtig. Und Dabur mit dem Schuss, aber Neuer kann klären. Neuer rettet uns hier mittlerweile auch so ein bisschen das Unentschieden. Wieder Fehlpass. Und das nicht das erste Mal. Ein Angriff vielleicht noch. Ein guter Angriff. Jetzt vielleicht Gnabry. Gnabry aber auf Torwart. In die Mitte. Choupo-Moting kann den Ball nicht behaupten. Süle, Goretzka, Sabitzer. Na, der Ball wird abgeblockt. Teampressing ist jetzt auf jeden Fall an. Aber ich merke nichts davon. Davis kann den Ball klären. Coman. Sabitzer. Auf Gnabry, aber der Ball kommt zum Torwart. Baumann schlägt den Ball raus. Mit Erfolg. Und jetzt vielleicht Gnabry im 2 gegen 1 mit Choupo-Moting. Choupo-Moting. Aber Choupo-Moting kriegt den Ball nicht und das war's von der Partie. Das war's. Wir spielen 2-2 gegen Hoffenheim. Das erste Unentschieden in der Saison. Auf jeden Fall ein spektakuläres Spiel gewesen. Kann man nicht anders beschreiben. Ja, war auch ausgeglichen, wie man sehen kann. Und so gehen wir hier mit einem 2-2 nach Hause. Und Dortmund spielt auch nur 3-3 gegen Bielefeld. Also, das ist schon ein bisschen peinlich, finde ich. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall von dem Spiel, von der Folge. Ja, wir haben jetzt, soweit ich weiß, 25 Punkte. Und als nächstes geht's im Pokal weiter. Paderborn spielt gegen Hannover. Okay. Und hier seht ihr jetzt die Tabelle. Nur noch 6 Punkte jetzt Abstand auf den zweiten. Nach 9 Spieltagen haben wir 25 Punkte. Und ja, auf jeden Fall war es das von dieser Folge. Hier seht ihr einmal die Tabelle. Dortmund ist nur 8. Bochum ist sogar 9. stark als Aufsteiger. Hier ist die Tabelle. Fürth letzter mit 4 Punkten, die Arm. Und ja, auf jeden Fall Leute, wie gesagt, das war's von dieser Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. War echt eine spannende Folge heute. Allein schon wegen dem Unentschieden gegen Hoffenheim. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.